Okay, das war, ja, das war hart. Das war ein Kampf. Aber wir haben es zum Glück hinter uns. Und ich bedanke mich auf jeden Fall dann bei euch fürs dabei sein. Wieso? Ach, falsche Taste. So, jetzt. Und vielleicht sehen wir uns nochmal später wieder. Aber jetzt auf jeden Fall mal. War's das für die Runde? Und ja, euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Gut. Können wir da weitermachen, ne? Ja, vielleicht nehme ich noch eine andere Waffe. Ich nehme. Was nehme ich denn? Das ist halt immer die große Frage, ne? Oh, habe ich noch den Kaktushammer? Ist der schwach genug? Nee, der ist auch schon zu stark. Mache ich mir nochmal einen Hammer. Einen Moment kurz. Ich will jetzt mal mit Hammer zuhauen. Oh, Dragonheart, Kenneth und Schmetterling. Das Dream Team. da, Hammer. Was machen wir denn für einen? Weiße Katzenstampfer ist eigentlich ganz cool. Ist zwar wieder Lamb, aber sollte ja eigentlich passen. Zweimal Lamb ist ja auch gut, wenn man den Leute dabei hat. Eben, wir machen mal den. Ja. Und dann verbessern können wir den vielleicht auch noch. Ja, tatsächlich schon. Das geht dann ganz gut. Dann haben wir auch mal grüne Schärfe. Sehr schön. Gut, weiter geht es dann nicht. Wieso müssen die top-equippten Leute in Rollenspielen immer irgendwann so aussehen? Du meinst mit Katzenkopf und Katzenhammer auf dem Rücken? Oder wie meinst du? Oder ja, wie der Schmetterling. Weil wir sind gerade im definitiv nicht top-equipped. Lass dich da nicht täuschen. Stile, Techniken, genau. Das konnte ja interessant mit. Oh, Festungsmauer für alle. Ach, das ist zwar weiter von Burgmauern. Ich verstehe. Brennemeteor. Riesenkeilerhelm. Na gut, wie gesagt, das ist ja nicht top-equipped. Das ist ja das Unterste vom Untersten. Das ist das. Der Reiskeilerhelm war auch nicht gut. So. Na, ihr drei? Dann winke ich euch nochmal schnell zu. Willkommen, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und, ja. Oh, Dragonheart, das ist eine schicke Rüstung. Muss ich sagen, gefällt mir. Da warst du ihn aber gefühlt 30 Parts getragen. Na gut, er war besser als der ganze Schrott, den ich sonst gefunden habe. Und irgendwann wurde es dann einfach zum. Wie soll man sagen? Irgendwann war es dann halt einfach ein Teil von mir. Aber. Also, er war von Anfang sehr stark, das ist richtig, aber. Naja. Trotzdem eigentlich. Also, jetzt würde ich ihn nie wieder tragen, weil er einfach super schwer ist, deswegen. Okay, los geht's. Was ich vor allem hasse, ist, wenn du endlich ein halbwegs schönes Set hast und dann wegen guten Werten irgendeine hässliche Robe anziehen musst. Ja, das ist immer so traurig. Das tut immer sehr weh. Wieso spawnen denn drei Leute im Camp? Interessant. Keine Sorge, Dragon, ich habe Heilschüsse, Heilfass, Lebenspulver und Lebensstaub. Ich glaube, das sollte uns am Leben erhalten. Mal schauen. Ja, ich habe nämlich keine Gegengifte da. Oder? Habe ich die weggepackt? Ich glaube nicht. Ah, ich habe noch Gegengifte dabei. Perfekt. Wollte nämlich gerade sagen, ich werde die doch nicht weggepackt haben. Dann sollte ich eigentlich auch. Ich meine, es ist ein Garuga. Den sollte man irgendwie schon erledigen können. Oh, der spawnt oben. Stimmt, ja. Der sollte oben spawnen. Macht zumindest mehr Sinn, als wenn der irgendwo im Vulkangebiet rumhängt. Naja, perfekt. Na, dann mal gucken. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie ich mit dem Hammer umgehen werde. Ich hoffe mal aufs Beste, dass es keine weitere 20-Minuten-Quest wird. Das wäre eine schöne Sache. So, hopp. Und auf in den Kampf. Let's go. Da hinten ist er. Je. Okay. Jetzt mal einen schönen Schlag drauf landen. Jetzt nicht umrennen lassen und hier drauf.
Probieren wir mal, so gut es geht, zu lähmen. So, Ölplantage. Vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. voll ins Gesicht. Au, mir aber auch. Wobei, das hat gar nicht so viel Schaden gemacht, tatsächlich. Gut, ich meine, er ist ja auch noch nicht aggro. Aber war interessant. Ich hätte schwören können, dass es ein bisschen mehr wehtut. Habe ich auch Feuerabwehr gegessen? Ich glaube, ich habe einfach bloß auf Normalabwehr gegessen. Das tut da schon mehr weh, wenn er dich umrennt. Ja. Hm. Na gut, vielleicht sind seine Feuerbälle einfach nicht so krass. Vielleicht ist es... Oh, dankeschön. Vielleicht ist es dann nochmal heftiger beim Rathalos oder so. Er ist dann doch eher stärker, was die neutralen Angriffe angeht. Ach, und ich habe den Konter. Darf ich nicht vergessen. Ich kann ihn ja wegkontern. Wenn ich nicht gerade in irgendwelchen Kombos stecken würde. So, da nochmal. Ah, okay. Das war mir ein bisschen zu gefährlich, was da gerade im Abging. Nein, jetzt, nein, ach. Und da... Da habe ich dann gerade eben meine Waffe aufgeladen. Jetzt kann ich ja wegrollen, aber währenddessen halt nicht. Ach, so blöd. So. Ein oder zwei gute Lähmungen wären ganz, ganz schön. In dem Run dann. Ihn vielleicht auch mal einmal betäuben. Auf jeden Fall ein bisschen ins Gesicht hauen. Mal sehen, ich spiele ja Hammer jetzt doch nicht so häufig. Ich probiere es immer mal wieder ganz gerne. Weil Hammer ist ja eine witzige Sache. Gut, Lärmungshammer war jetzt aber auch nicht so gut bei zwei Schützen, ne? Die könnte es natürlich sehr viel besser machen. Aber es war jetzt so der einzige Hammer, der interessant aussah. Hey, perfekt. So ein Hammer mit nur gelber Schärfe. Ach! Na, wobei, da sollte er beinahe durch gewesen sein mit seiner... Wäre eine Meteor. Komm schon. Sehr schön. Sollte mit der Lähmung eigentlich beinahe durch gewesen sein. War jetzt natürlich ärgerlich. Habe ich nicht mit gerechnet, dass er so schnell betäubt ist. Und er macht ja auch Betäubungsschaden. Aber eigentlich nicht. Also wenn er bloß mit ganz spezieller Munition, ne? Hm, keine Ahnung. Ach so, ja, ich wollte ja auch... Kann ich das überhaupt? Ich wollte ja Hunting Horn spielen, ne? Aber die Frage ist, ob ich das überhaupt kann. Weil vielleicht ist das viel zu stark. Okay, Halfas. Sehr schön. Das hat überhaupt nichts gebracht. Was tue ich hier? Ah ja. Da nochmal schönes Gesicht. Nice. Zumindest ein Schlag. Ah. Ich habe bisher noch kein einziges Mal gekontert. Das ist auch nicht gut. Aber er hat wenigstens gerade ein paar Probleme. Das ist ja schon mal schön zu sehen. Okay. Ah ja, der SP-Zustand, klar. Stimmt ja. Der ist auch super. Ach. Ah. Ich und Hammer, ne? Das ist so eine Sache. Ich spiele, wie gesagt, gerne, aber ich bin halt auch viel zu langsam damit. Und damit teilweise überhaupt nicht klar. Mit dem Konter davon auch nicht. Kann ich mal wenigstens durch irgendwas durchkontern? Wäre schon mal sehr angenehm. So, Wettstein, bitte lass mich einfach wetzen. Okay, dankeschön. Er macht zwar den Angriff, aber... Au, glücklicherweise bloß nach weiter hinten. Okay, wir können uns von dem SP heilen lassen. Das ist echt super. Vor allem, wie sehr und wie schnell das eben heilt. Schon, bleib kurz mal stehen. Yes, na also. Soll nicht die ganze Zeit versuchen, irgendwie anzuspringen. Das bringt halt irgendwie auch nichts. Das hätte jetzt tatsächlich was bringen können. Ja, na also, sehr schön. Kann man mal ein bisschen auf Abstand gehen und dann klappt das schon. Nice. Okay. Nochmal. Oh, keine Ohrstöpsel. Oh, darf ich nicht vergessen. Schreie sind gefährlich. Aber das haben wir gerade noch so hinbekommen. So, schön ins Gesicht hauen. Wunderbar. Oh. Wow, krass, Schweife ab. Okay, sehr schön. Oh, schade. Hatte ich gerade die volle Aufladung, wurde aber weggeschubst. Egal. Ja, ich würde mal sagen, das läuft doch gerade eben nicht so schlimm. Den haben wir teilweise ganz gut im Griff.
Wir machen jetzt aber auch gerade alles, ne? Er war paralysiert, er war verwirrt. Wir haben ihn jetzt dann noch geritten. Ist schon gemein, wie wir den Garuga behandeln. Dabei ist es eigentlich so ein cooles Biest. Aber er muss leider auch sterben. Oh, weh. Okay. Das Einzige, was wir jetzt natürlich noch nicht haben, sind deine Flügelkrallen. Aber das kann man halt meistens auch vergessen. Das ist ja so schwierig, das zu bekommen. Ja. Okay, funktioniert das? Vielleicht... Ach, Conchus! Wie ich sie hasse. Okay. Ist das da, kann ich mal draufhauen. Oh, riskant. Ja, wow. Das war, glaube ich, nicht ich, aber... Trotzdem sehr cool. Es sah kurzzeitig so aus, als wäre es ich, aber... Ich glaube, das waren eher die Schützen. Nein. Ah. Okay. Wie gut, dass sich da nicht schneller dreht. Ich halte mich mal so ein bisschen gegen. Ja. Rohrstöpsel ist bei ihm halt schon echt schön. Rohrstöpsel und Windabwehr eigentlich. Macht ja beides sehr häufig. Nein, okay. Ist vollkommen okay, wenn du bloß an mich anrennst, um dann dich im Kreis zu drehen. Da war es doch mal gekontert. Na also. Ich hatte kurzzeitig irgendwie schon wieder fast vergessen, dass ich den Konto überhaupt habe. Aber bloß, weil es halt aber nicht funktioniert. Ah, trifft das? Na, wahrscheinlich nicht, oder? Schade. War aber knapp. Das war dieser Schwefelhieb, ne? Großschwert habe ich, glaube ich, auch noch nie gespielt in Gen Ultimate. Können wir auch mal probieren. Ich meine, schlimmer als mit dem Hammer kann es nicht laufen. Okay, das war guter Schaden. Au! Oh Gott, das war auch guter Schaden von ihm. Ah, wenn er aggro ist, ist er immer noch sehr gefährlich. Jetzt, komm schon. Okay, Heilfass. Das heißt, ich heile mich mal nicht, ja. Das war... Achso, weil er gerade nicht mehr schöpft ist. Okay. Dankeschön. Wow, das heilt ja richtig viel. Ich dachte mir so, ja gut, okay, dann habe ich 3/4 der Leben oder sowas, aber das halte ich ja eigentlich komplett voll. Krass. Habe ich nicht mit gerechnet. Sehr cool. Okay. Nochmal den Aufwärtshieb. Nice. Vielleicht bekommen wir tatsächlich nochmal betäubt. Wäre auch schön. Eine dicke Ladung Essen gemacht. Sehr schön. Dann guten Appetit wünsche ich dir, Trigios. Genieße es. Ah. Man ist halt schön mit einem guten Support im Rücken. Da kann man auch mal ein bisschen aggressiver mit dem Hammer rangehen. Das ist eine schöne Sache. Ja, wow. Sogar beide Flügel zerstört. Sehr, sehr cool. Sache, die man vor allem alleine ja meistens so nicht hinbekommt. Ah, okay, und der humpelt. Ah, nice. Das war jetzt wieder... Das ist halt wieder das. Das war jetzt halt wieder eine sehr viel schnellere Quest. Klar. Es ist teilweise aber so unterschiedlich, wie das läuft. Ah, schön. Frage ist, wo will er jetzt hin? Ach, da nach oben. Ich glaube, da pennt er auch, ne? Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Kann aber sein. Das ist ewig her, dass ich hier eine Vulkanmulde mal in Garuga erledigt habe. Ist ja jetzt nicht... Normalerweise ja nicht so sein Gebiet. Gibt es eher andere. So, drehender Meteor. Go. Nein. Jetzt. Perfekt. Guter Winkel. Ah, schade. Das war ein guter Winkel. Aber leider nicht den Endschlag getroffen. So. Gerade ihm irgendwie ein Frosch im Hals. Sorry. Jetzt geht's wieder. Was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Ein bisschen Leben haben wir noch. Ja gut, dann hauen wir so dagegen. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Ich meine, wir müssen eh mal nachwetzen. Ja, na also. Sehr schön. Ich würde sagen, zweimal betäubt, ich war nicht ganz unfähig als Hammerspieler. Und getötet. Wunderschöne Sache. Das hat doch irgendwie ganz gut funktioniert. Wir waren trotzdem noch 10 Minuten dran. Also von dem her auch eine gute Zeit. Wir sind definitiv noch nicht so... Nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark. Also gerade im guten Mittelmaß.
Und ja, haben das nächste Biest hier erledigt. Ich glaube, dann wäre die Vulkanmulde auch soweit erledigt dann. Basarius kommt, glaube ich, woanders. Gravius ist noch nicht da. Na, schau mal. Aber auf jeden Fall machen wir gute Fortschritte, was die Monster angehen. Oh. Na, ist schon cool. Aber der braucht echt so lange zum Aufladen. Also du lässt es nicht gerade im gedrückt, oder? Keine Ahnung. Weil das braucht halt schon echt, echt ewig, bis man das mal raushauen kann. Ich habe SP-Modus zum Heilen. Ja. Ich hatte dir bei der Para geholfen. Ja, das dachte ich mir. Das habe ich schon gesehen, dass da auch Paraschüsse geflogen sind. Das dachte ich mir schon. Aber wir haben dann jetzt bloß eine Lähmung hinbekommen, ne? Das heißt, dann hätte ich insgesamt auch bloß eine hinbekommen, aber halt ein bisschen später. Hm, komisch. Wenn man beim Aufladen getroffen wird, kriegt man extra Schaden drauf. Und er geht sofort los. Ach, krass. Okay. Das ist natürlich cool. Das ist eine schöne Sache. So eine Mähne, verjüngter Schnabel. Okay, ein Flügel. Nice. Sehr schön. Mhm. Du hast auch Para geschossen, ja. Okay. Jeder, der war Para benutzt. Ja, das meinte ich ja vorhin. Para war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, wenn wir zwei Schützen mit Para haben. Wie gesagt, dann haben wir echt bloß einmal bekommen. Das heißt, mein Para hat irgendwie gar nichts gebracht. Hm. Na gut. Egal, war trotzdem eine witzige Quest. Narbiger, sehr schön. Damit haben wir den narbigen Garuga. Und damit kommen auch endlich mal so ein paar High-Rank-Deviants ins Spiel. Interessant.